Willkommen von IFA Preview 2015, wo wir bei Bowers & Wilkinson mit dem neuen T7 Lautsprecher Bluetooth entsprechend hier mit dem Mikrowaben-Technologie, damit wir einen stabileren Sound haben bei Höhen und Tiefen natürlich. Genauso, wir haben jetzt Stereo-Lautsprecher hier vorne drin und natürlich Bass nach vorne und hinten raus. Ansonsten von oben haben wir ein paar Knöpfe, wie ihr sehen könnt, plus minus für Lautstärke-Regelung natürlich. Wir können auch hier steuern, ob wir das, den Song anhalten wollen, da abspielen und uns per Bluetooth hier oben ganz einfach verbinden, indem wir hier länger draufdrücken. An- und Ausschalter ist hier seitlich angebracht, das Ganze schön gummiert, fühlt sich super an und Fingerabdrücke sieht man so auch nicht wirklich, beziehungsweise auf der Rückseite sehen wir dann auch hier natürlich das. Dieses schöne Design setzt sich fort mit der Wabenstruktur, finde ich sowieso wunderschön. Aufladen kann man das ganz einfach hier über diesen Anschluss, beziehungsweise der Line-In-Anschluss ist natürlich da, falls ihr nicht über Bluetooth das Ganze benutzen wollt. Micro-USB für Firmware-Updates, leider nicht zum Laden, habe ich nachgefragt, kommt als Update, genauso wie NFC vielleicht dann in der nächsten Version. Und ein Reboot, kleines Loch, falls das Gerät nicht mehr reagieren wollen sollte, hier in dem T7. Und der Standfuß übrigens auch hier komplett gummiert. Das Design setzt sich fort, fühlt sich also ganz gut an. Schön minimalistisch das Ganze. Und jetzt spiele ich auch gleich einen Song ab. Hier bei nicht der maximalen Lautstärke, weil wir sind auf der Messe. Aber ich kriege den Ball zum Testen und dann jage ich den hier mit ein paar Liedern voll. Und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr, was ich davon halte. Der Bass fehlt jetzt mir jetzt schon ein bisschen. Aber die Höhen und Tiefen klingen schon mal ansonsten ganz gut. So, ich drücke jetzt mal Play bei ungefähr 50% Lautstärke. Hier ist Maximum, aber auf dem Smartphone dann nicht ganz. Das ist übrigens Thinking of You von Rio. Machen wir es ein bisschen lauter. No, I ain't got no home. No stylish funky phone, baby, don't you dig my time. Also es klingt auf jeden Fall schon mal super, aber wie gesagt, weitere Tests vorhin dann bei mir zu Hause. Das war der Bowers & Wilkins T7 hier von der IFA Preview 2015 in Hamburg. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren.